So, ich glaube, wir fangen jetzt einfach an. Wir haben schon so ein bisschen. Achso, ich kann mal rübergehen, dann sieht mich auch die Kamera. Dann stelle ich mich mal auf den späteren Platz von Susanne, unserer Referentin. Susanne ist so ein bisschen meine Haus- und Hofsoziologin. Ich kenne sie schon seit einigen Jahren, ist vor allem so ein bisschen auf Wirtschaftssoziologie und Arbeitssoziologie spezialisiert. Ich halte sie dafür ziemlich gut drin und ziemliche Expertin. Und vor einiger Zeit telefonierten wir miteinander und sie sprach über Architektursoziologie. Und ich weiß, sie hat auch schon länger ein Interesse in Architektur und beschäftigt sich damit so ein bisschen. Und das war so 2 Wochen, nachdem wir irgendwie das Motto für die diesjährige Open Mind festgelegt haben. Dann dachte ich so, Architektursoziologie, und krallte ein bisschen die Finger aus und dachte so, ich muss sie einmal kriegen. Und das ist der Grund, warum Susanne jetzt quasi hier ist und uns irgendwas über ursprünglich mal Architektursoziologie erzählen wird. Jetzt, glaube ich, viel eher so ein bisschen in die Raumsoziologie geht und so ein bisschen guckt, wie Räume eigentlich funktionieren und was die Soziologie da eigentlich zu macht. Ja, Susanne ist quasi, weiß ich nicht, das ist Susanne, sie ist großartig, ihr werdet sie mögen. Und damit gebe ich jetzt auch einfach ab an sie. Begrüßt ihr. Ja, danke für die freundlichen Begrüßungsworte. Tatsächlich hat Gero gerade schon was Wichtiges angesprochen. Ach so, vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber. Ich komme aus Bielefeld, ich habe da studiert und auch eine Zeit lang an der Uni gearbeitet. Und ja. Gero hat gerade schon auf was hingewiesen. Der ursprüngliche Fokus des Vortrages sollte eher auf der Architektursoziologie liegen, aber ich habe hinterher noch echte Juwelen gefunden, die zum Thema Raum so viel besser passen, dass ich gedacht habe, ich verschiebe das etwas. Aber die Architektur wird uns ganz am Schluss noch ein schönes Beispiel liefern, um das Ganze zu illustrieren, was ich euch gleich darlegen werde, weil, das sage ich gleich im Vorhinein auch, es ist abstraktes Zeug und es ist nicht ganz unkompliziert, aber es ist halt, ja, das Bemühen in der Soziologie, einen Raumbegriff zu schaffen und neu zu schaffen. Und es ist eben, da gibt es ziemliche Defizite, das werde ich euch auch erklären, warum das so ist. Aber dementsprechend ist das natürlich ein bisschen fundierter angelegt. Ich hoffe, dass ich euch das so vermitteln kann, dass ihr mir folgen könnt. Falls das nicht so sein sollte, würde ich euch bitten zu fragen. Inhaltliche Fragen, die Diskussionen angehen oder so, dann vielleicht eher am Schluss. So, wir wissen alle, dass das Motto der Konferenz heißt Take Your Space und nicht Make Your Space. Und im Grunde genommen ist es eigentlich schon die Vorwegnahme meiner Schlussfolgerung, die ich aus dieser Beschäftigung mit dem Thema gezogen habe. Take Your Space, das ist, also wenn ich mir das selber so überlege, wie würde ich das umsetzen? Muss ich losgehen und jemandem irgendwas wegnehmen? Muss ich irgendwo eine Invasion starten oder was besetzen? Oder muss ich Zäune und Mauern bauen? Oder wie geht das? Vielleicht kann ich das Ganze viel eher auf einen etwas kollektiveren Level heben und sagen, ich arbeite mit jemandem zusammen und schaffe mir auf diese Art und Weise Raum. Ich bereite ihn mir. Und dafür soll dieses Motto Make Your Space stehen. Genau. Damit kommen wir schon zur ersten Folie. Was es natürlich so schwer macht, über das Thema Raum zu sprechen, das habe ich euch hier aufgelistet. In allen diesen Disziplinen kommt dieser Raumbegriff vor und jede beschäftigt sich mit anderen Aspekten davon. Und betont da anderes. Dementsprechend ist es dann natürlich schwierig zu schauen, an welchem Begriff setzen wir an. Gott sei Dank sind wir ein bisschen orientiert. Wir beschäftigen uns mit etwas, was ich so ganz vage als sozialem Raum bezeichnen würde. Aber die Definition legt es nahe, das ist ein weiter Begriff und der bedarf der genaueren Bestimmung. In der Soziologie war es eigentlich die längste Zeit so, dass man den Raum immer nur als so eine Art Umweltbedingung angesehen hat. Man hat irgendwelche Untersuchungen durchgeführt, man hat Leute beobachtet und ihre Interaktion, aber man hat den Raum als bestimmendes Moment für diese Interaktion gar nicht mit einbezogen. Man hat es überhaupt nicht zum Thema gemacht. Und weiterhin, das kommt auch dazu, das ist ein vergleichsweise junger Grund,
Wir alle wissen, dass die Nationalsozialisten im Dritten Reich eine Politik verfolgt haben unter dem Schlagwort Volk ohne Raum. Und das hat nach dem Krieg zu einer massiven Tabuisierung dieses Begriffs geführt und in den Wissenschaften dann auch dazu, dass man sich mit dem Begriff nicht weiter beschäftigt hat. Auch das ist ein Grund dafür, warum es kein wirkliches Raumkonzept gibt. Das ist gerade dabei, sich zu ändern, weil man, wie man sagen kann, eigentlich das Raumverständnis, wie wir es haben, in eine Krise geraten ist. Wir erleben Raum heute anders, nicht zuletzt oder in erster Linie wegen der vielen neuen Technologien, die wir haben. Wir haben unheimlich schnelle Transportmittel, wir verbreiten Informationen in Sekundenschnelle auf der ganzen Welt. Wir kennen inzwischen sowas wie virtuelle Räume. Und dass das mit so einem analogen Raumverständnis, wie wir das in der Vergangenheit hatten, nicht mehr zu erfassen, ist es eigentlich klar. Und deswegen, genau, der Raum war in der Vergangenheit eigentlich immer sowas, was an Materie gebunden war. Man nennt das dann in der Soziologie ein materielles Substrat hatte. Und das ist aber eben genau das, wenn ich mich in virtuellen Räumen bewege, dann ist das, was vollkommen obsolet wird. Das brauche ich dann nicht mehr. Und dann, das ist auch einer der Gründe dafür, warum dieses Bedürfnis nach einem neuen Raumbegriff so groß ist. Und warum es da jetzt unheimlich viele neue Publikationen dazu gibt. Was ich gefunden habe, das Juwel, von dem ich gerade schon gesprochen habe, das ist von Martina Löw, das Buch Raumsoziologie, in dem sie diesen neuen Begriff entwickelt. Und an den werde ich mich ganz eng anlehnen. Um das nochmal zu sagen, für die Soziologie steht natürlich im Vordergrund, es geht nicht um die Materie von Territorien oder Orten oder eben abgeschlossenen Einheiten wie Häusern oder Gebäuden, sondern es geht um die vermittelte Bedeutung, die all diese Territorien und Orte für Menschen haben. Da kann man sich dann zum Beispiel fragen, was verbindet ein Einzelner mit einem Raum? Welche Funktion hat ein Raum? Wie ist das, wenn andere Leute in dem Raum sind? Wie verhalte ich mich dann anders? Findet ein Austausch statt? Und wenn ja, auf welche Weise? Das sind alles Fragen, die sich daran knüpfen und die alle eben auf Sozialität abzielen. Und dann wird es eben nötig, nicht nur, na sagen wir mal, dieses materielle Substrat des Raums in den Blick zu nehmen, sondern auch das Handeln der Menschen für die Erschaffung dieses Raums in Betracht zu ziehen und dann gleichzeitig auch nochmal zu gucken, was man in der Vergangenheit eben nicht gemacht hat, wie der Raum seinerseits sich auf das Handeln der Menschen auswirkt. So, ich habe jetzt entsprechend dem Aufbau auch bei Martina Löw dann versucht, das sehr klar zu strukturieren, damit wir in kleinen Schritten vorgehen können und dann peu à peu zu einem Verständnis eines soziologischen Raumbegriffs gelangen. Das erste, was ich habe, ist Körper und Raum. Das hängt folgendermaßen damit zusammen. Dass in der Vergangenheit die Soziologie Menschen und Räume in der Betrachtung immer getrennt hat, kommt natürlich auch nicht von ungefähr. Es gibt einen Grund dafür. Und der Grund liegt in unserem bisherigen Raumverständnis. Dieses Raumverständnis wiederum kommt allerdings nicht aus der Soziologie, sondern es kommt aus der Physik und aus der Philosophie. Die Rede, oder ja, und diese Raummodelle sind für unser Denken derartig bestimmt geworden, dass wir eigentlich Schwierigkeiten haben, uns vorzustellen, Raum in einer anderen Weise zu denken, als wir das bisher getan haben. Ich rede jetzt von dem dreidimensionalen euklidischen Raum. Ich habe mich bemüht, ein lustiges Bild zu finden, um dieses unglaublich abgefahrene Zeug irgendwie greifbar zu machen. Wir haben einen dreidimensionalen Raum. Das kann so aussehen oder eben auch so. Und das ist sozusagen wie ein Behälter, wie ein Gefäß. So wird sich das vorgestellt. Und in diesem Raum finden wir dann eben Menschen. Und diese Menschen führen ein Leben und da findet alles Mögliche auch an sozialen Interaktionen statt. Das ist aber getrennt betrachtet von diesem Raum. Deswegen, das hat mit dem Raum nichts zu tun. Genau, einer der bekanntesten Vertreter dieses Modells, den haben wir alle mal in der Schule gehabt, ist Isaac Newton. Von dem stammt die
davon stammt wesentlich, oder der hat dieses Raummodell wesentlich mit vertreten. Natürlich ist auch dieses Konzept nicht unhinterfragt geblieben, auch damals schon nicht. Und so hat sich das sollte ich vielleicht noch sagen, das, so wie wir uns das vorstellen, das wird bezeichnet in dieser Debatte als das absolutistische Verständnis vom Raum. Die Gegenposition dazu ist das relativistische Verständnis von Raum. Ein wichtiger Vertreter davon ist Gottfried Wilhelm Leibniz gewesen. Der sagt im Prinzip, Raum entsteht aus der Anordnung der Körper zueinander und aus deren Lagebeziehungen. Also sprich, ich gucke zum einen, was habe ich für Körper im Raum? Wie sind die überhaupt verteilt und auf welche Art und Weise stehen die in Beziehung zueinander? Und daraus erst mache ich Raum. Also ganz anders als das, was wir da vorher hatten. Wichtig an dem Konzept ist einfach, dass Raum und Körper eben nun nicht mehr als zwei separate Einheiten gedacht werden, sondern dass sie als miteinander verbunden gedacht werden und als etwas, was auseinander entsteht. Das ist ein wichtiger Schritt, ein ganz, ganz wichtiger. Nur ganz nebenbei, es ist später nachgewiesen worden, dass Newton lange nicht so ein starres Raumverhältnis hatte. Es hatte religiöse Gründe, dass er das so formuliert hat, wie er es formuliert hat. Er hätte sonst eigentlich Blasphemie betreiben müssen. Und wie das enden kann, das wissen wir von Galilei. Ich glaube, da war er einfach schlauer. Aber man hat inzwischen nachgewiesen, dass der auch durchaus mit einem relativistischen Raumverständnis was anfangen konnte. So, es liegt nahe, dass es dann bei diesem Disput natürlich nicht nur um physikalische Fragestellungen gegangen ist, sondern eben auch um metaphysische. Und dass, wenn man solche Dinge diskutiert, andere Disziplinen dazu kommen, das aufzugreifen, in dem Fall die Philosophie. Und jemand, der das sehr intensiv und ziemlich früh gemacht hat, ist Immanuel Kant, der sich sozusagen auf die Seite der Absolutisten geschlagen hat und da eine Position bezogen hat in dieser Kontroverse. Und da ist dieses von ihm so bekannte und berühmte Zitat. Und dort ist es einzuordnen. Das hat sich dann natürlich noch ein Stückchen weiterentwickelt. Diese absolutistische Raumauffassung hat eine erste ganz nachhaltige Erschütterung erfahren, als Physiker die nicht-euklidische Geometrie entdeckt haben. Für diejenigen, die sich damit auskennen, wäre ein Stichwort der Name Carl Friedrich Gauss. Das war so um ca. 1830. Das heißt, da ist tatsächlich auch schon einiges an Zeit vergangen. Die Grundannahme von Newton und auch die von Kant, nämlich dass ein Raum über die euklidische Mathematik zu bestimmen und zu berechnen sei, die ist damit hinfällig. Derjenige, der es dann komplett weggewischt hat, ist eigentlich Einstein mit seiner Relativitätstheorie, der dann nachgewiesen hat, dass Raum gekrümmt sein kann und beweglich sein kann und dass er eben sich ergibt aus der Anordnung von Körpern zueinander. Und dass eben ein Raum auch immer im Kontext betrachtet werden muss. Das Schöne ist, dass so ähnlich wie bei der Philosophie auch hier eine Übertragung dieser physikalischen Konzepte in andere Wissenschaften stattfindet und das eben dann auch in der Soziologie. Und wenn die Soziologie heute Untersuchungen hat, die belegen, dass räumliche Strukturen immer mehr fragmentiert werden und immer mehr bewegt werden, dann, wenn sie das fassen will und einen Vergleich ziehen will, dann lehnt sie sich an Einstein an. Das ist natürlich ein Modell, was in einem ganz anderen Zusammenhang entworfen worden ist, aber es zeigt sich, dass das auch zur Beschreibung dieser sozialen Verhältnisse eigentlich ziemlich gut funktioniert. Deswegen machen die das. Dann kommen wir zum ersten Zwischenfazit. Wir sehen jetzt Raum und Körper nicht mehr als zwei getrennte Dinge, sondern wir haben jetzt eine Vorstellung davon, wie man das als verbunden miteinander denken kann. Unser erster Gewinn. Dann kommen wir zum nächsten Teil. Mensch und Materie. Wir sehen, der Mensch kommt ins Spiel. Wir haben nicht nur mehr Räume und Körper, sondern wir haben jetzt auch einen Menschen. Wenn man also nämlich nicht davon ausgeht, dass ein Raum nur ein Behälter oder ein Gefäß ist, in dem dann soziale Beziehungen ablaufen und die dann ganz unabhängig davon sind, sondern wenn man
das anders konzipiert, dann kann man annehmen, dass Räume in sozialen Abläufen produziert werden und dass ihnen Bedeutungen zugeschrieben werden und dass die Wahrnehmung der Räume in sozialen Prozessen erst erlernt wird. Und dann ist ganz klar, das kann nur ein Mensch. Und dann wissen wir aber auch, wenn der Mensch diese Räume produziert, ist auch klar, sie wirken sich wieder zurück aus auf ihn und bestimmen sein Handeln in einer schönen Wechselwirkung. Um das nochmal ein bisschen, ja, es gibt Raum dementsprechend nur in einer kulturellen Überformung. Es gibt keinen natürlichen Raum, den man sich einfach aneignen kann. Es ist immer eine Verarbeitungsleistung des Menschen erforderlich. Und die ist natürlich dann ihrerseits wieder durch soziale Erfahrung geprägt. Das ist klar. Das heißt, ein Raum besteht aus Menschen und Sachen. Räume sind also immer eine zweckvolle Anordnung von Sachen und existieren immer erst in der Interpretation durch den Menschen. Genau, schade, da habe ich mich jetzt drum gebracht. Die hatte ich nämlich eigentlich dafür gedacht. Genau. Das ist das, was passiert, wenn ich den relativistischen Raumbegriff übertrage auf die Soziologie. Wie ich gerade gesagt habe, es geht um eine zweckvolle Anordnung von Sachen und auch von Menschen, wie sich später zeigen wird, und auf deren Lagerelation kommt es an. Und das heißt natürlich, dass man dann diesen Konstitutionsprozess von Raum in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen muss. Die Frage ist dann, was wird eigentlich angeordnet und wer ordnet an? Und wie entstehen dann im Einzelnen die Räume? Wenn wir in der Soziologie von Körpern sprechen, anders als in der Physik, dann kann man davon ausgehen, dass sie Produkte gegenwärtigen und vor allem vergangenen materiellen und symbolischen Handelns sind. Körper ist ja auch nicht nur Materie, sondern Körper ist im Grunde genommen auch schon eine Übertragung. Und dann ist klar, dass diese Körper eine materielle Seite haben, aber eben auch eine symbolische Seite. Und wenn ich sie in dieser Form fasse, dann kann ich sie bezeichnen als soziale Güter. Da steckt eben dann auch schon wieder diese Verarbeitung durch den Menschen drin und eben die Tatsache, dass das nicht natürliche Elemente sind, sondern dass sie bearbeitet worden sind schon. Wichtig daran ist vielleicht, wenn ich etwas anordnen will, bewege ich mich trotzdem in einem Raum, also habe ich Orte, wo ich irgendwas hin tue. Und dazu brauche ich sozusagen die materielle Eigenschaft von Körpern. Aber ich kann das, was sie ausdrücken sollen, immer nur dann verstehen, wenn ich die Symbolik, die sie mit sich tragen, auch verstehe. Da habe ich dann wieder diese Zweiheit aus materieller Seite und Symbolik und symbolischer Seite mit dabei. Jetzt kommt natürlich noch was Interessantes weiteres dazu. Wir haben nicht nur irgendwelche Objekte, die ich anordnen kann, sondern auch der Mensch wird an der Stelle zu einem Element im Raum, das angeordnet werden kann. Das ist natürlich nochmal ein massiver Bruch mit den bisherigen Betrachtungsweisen. Der Mensch ist nicht mehr außerhalb zu denken, es ist nicht derjenige, der betrachtet und bewertet, sondern der Mensch ist derjenige, der in diesen Prozess mit eingebunden ist und eben auch ein Element dieser Konstitution dann sein kann. Menschen können eben Räume nicht nur schaffen, sondern sie können auch Teil des Geschafften oder Erschafften sein. Wichtig bei der Anordnung von Menschen und was dann sehr oft raumkonstituierend wirkt, ist ihr soziales Verhältnis zueinander. Das ist das, was sich dann im Raum ganz besonders auswirkt. Dann kommen wir zum zweiten Zwischenfazit. Das heißt, wir erweitern unser Raumbild von Körpern und Räumen, die in wechselnder Wirkung miteinander stehen, um den Menschen als ein wichtiges,
eine wichtige Voraussetzung für die Schaffung von Räumen. Man könnte auch ein bisschen salopp sagen, wir haben jetzt also das Verhältnis von Körpern im Raum geklärt. Wir haben es geschafft, dass wir die als aufeinander bezogen ansehen können. Und jetzt haben wir eben auch den Menschen eingeführt und gesehen, dass der soziale Raum nur durch ihn entstehen kann. Und dass er eben derjenige sein kann, der den Raum schafft oder der nur ein Element des Raumes ist. Allerdings scheint der Mensch bisher noch ein bisschen passiv zu sein. Der lässt das eigentlich im Wesentlichen über sich ergehen. Und er ist noch nicht besonders aktiv in dieser Konstitution. Wie das dann jetzt passiert, gucken wir uns als nächstes an. Unter der Überschrift Mensch und Handeln. Das habe ich jetzt mal ein bisschen aufgelistet. Das ist das, was der Mensch tut. Also gerade wenn ich den Raum nicht als nur einen Hintergrund oder einen Untergrund des Handelns konzipiere, sondern als Teil des Handlungsverlaufes, dann muss ich dem Menschen eine Verknüpfungsfähigkeit zugestehen, durch die er einzelne Körper zu einer Anordnung verbinden kann. Das hängt natürlich wiederum mit den symbolischen Eigenschaften des Raums zusammen, dass ich eben zum einen die materiellen Dinge habe, die irgendwie im Raum angeordnet sind, aber die nur verstehen kann, wenn ich ihre symbolische Bedeutung mitnehme. Und das ist das, was der Mensch tun muss und das ist das, was gemeint ist mit dieser Syntheseleistung. Also wenn der Mensch Dinge im Raum sieht und erkennt und ihre Symbolik erkennt und zu deuten vermag, dann nimmt er eine Anordnung zu einem Raum vor. Und das ist eine Vorbedingung an der Stelle. Das kann man auch nochmal illustrieren. Unser Raumerleben hat sich auch insofern verändert, als wir eben nicht mehr an einem bestimmten Ort leben, in einem kleinen Dorf oder einer kleinen Stadt. Und wir haben unsere alltäglichen Wege und immer die gleichen Leute, die wir sehen und immer die gleichen Abläufe, sondern wir reisen zum Beispiel sehr viel mehr als alle unsere Vorfahren. Wir legen unglaubliche Distanzen zurück. Also wenn man vielleicht noch gesehen hat, dass vor 100 Jahren vielleicht Leute mal ein paar hundert Kilometer oder 200 Kilometer oder so weit rumgekommen sind, können wir sagen, es ist überhaupt kein Problem, in der ganzen Welt rumzukommen. Und das ist natürlich eine massive Veränderung. Und es ist auch eine massive Veränderung in der Wahrnehmung von Raum. Gleichzeitig habe ich sowas wie, ich kann mit Leuten auf der ganzen Welt kommunizieren. Das heißt, da habe ich dann keinen homogenen Raum mehr, der sich Stück für Stück aufbaut, sondern da habe ich im Grunde genommen lauter Inseln, wo irgendwas passiert. Und wenn ich das für mich zu einem konsistenten Raum zusammenfassen will, dann bin ich auf so eine Art von Syntheseleistung angewiesen. Und dann ist aber auch klar, das ist dann nämlich der nächste Punkt wieder, das ist ein Raum, den ich für mich schaffe. Der kann für jemand anders komplett anders aussehen. Das heißt auch, das wäre noch so ein weiteres Element, ich habe nicht mehr nur einen Raum, es gibt prinzipiell die Möglichkeit, dass es ganz viele unterschiedliche Räume hat. Und das hängt eben mit diesen Dingen zusammen. Das Zweite, was der Mensch tut, ist das Spacing, wie Martina Löf das nennt. Das Platzieren von Körpern im Raum oder eben auch Menschen und das Positionieren. Das Positionieren meint in erster Linie symbolische Markierungen. Sie nennt es Spacing, weil das zum einen, weil es eine Positionierung ist in Relation zu anderen Positionierungen. Also das heißt, da diese Verbundenheit mit anderen Elementen rausgestellt wird, das ist nicht einfach, ich habe irgendwas und stelle es in den Raum und das war's, sondern ich habe natürlich dann immer auch diese Weiterung, es bezieht sich auf andere Dinge, es hat bestimmte Distanzen zu anderen Dingen, es hat bestimmte Bedeutungen mit anderen Dingen und so weiter. Und dieses Spacing als Begriff fasst eben diese Dynamik, die drin steckt, noch ein bisschen besser als jedes andere deutsche Wort. Und das Letzte, was der Mensch tut, ist, er wiederholt sein Verhalten. Das klingt simpel, ist aber gar nicht so unwichtig, weil der Mensch natürlich nicht jeden Tag neue Räume schafft und neue Verhaltensweisen kreiert, sondern wir wissen alle, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und dementsprechend
macht er Dinge ganz gerne auch gleich. Das dient der Orientierung, das dient vor allem der Stabilisierung der eigenen Umwelt. Und es heißt natürlich aber auch, es trägt zu einer Stabilisierung dieser Räume bei. Das ist ein wichtiges Element nochmal. Wir haben vorher jetzt die ganze Zeit den Fokus gerichtet auf die Dynamik, auf die Bewegung, auf die jederzeitige Veränderbarkeit von Räumen. Und hier kommt ein Element rein, was dem genau zuwiderläuft, was nämlich auf Stabilisierung, auf Kontinuität, auf Dauerhaftigkeit ausgerichtet ist. Und das ist wiederum, was, wenn ich mir dann sowas wie gesellschaftliche Strukturen betrachte, unabdingbar ist und sozusagen unseren nächsten Schritt vorbereitet. Vielleicht muss man nochmal sagen, Repetition ist zum einen wichtig für die Persönlichkeitsstrukturen der Akteure selber. Das wissen wir auch alle. Wir erleben uns in einer bestimmten Art und Weise. Und nur wenn wir für bestimmte Sachen auch ein bestimmtes Feedback bekommen, ein positives Feedback, versichern wir uns unserer selbst und bestimmter Handlungsmöglichkeiten in unserem Umfeld. Das ist das eine. Und aber eben, wenn ich Handeln immer wiederhole, dann stabilisiere ich eben auch Institutionen. Da wären wir dann nochmal bei den gesellschaftlichen Strukturen. Institutionen sind im Grunde genommen eine Stabilisierung von Handlungen. Und die bilden dann letztlich wiederum gesellschaftliche Strukturen. Das Beispiel, auf das ich ganz am Schluss nochmal kommen werde, aber ich erwähne es hier an der Stelle, ist ein Gerichtssaal oder ein Gericht. Da exerzieren wir gleich nochmal ein bisschen durch, was das dann bedeutet. Dann kommen wir zu unserem Zwischenfazit 3. Der Mensch ist nicht mehr nur passiv beteiligt an der Konstitution von Räumen, sondern er ist aktiv an ihrer Erschaffung beteiligt. Und das haben wir jetzt gerade kennengelernt. Dann kommen wir zum letzten Element, was ich gerade schon angerissen habe, nämlich die gesellschaftliche Struktur. Als das Substrat von Handeln, das auf Dauer gestellt ist, sozusagen. Wir haben die ganze Zeit gesprochen vom Anordnen von Körpern und Dingen oder Menschen. Und das ist klar, dass damit nicht nur der Vorgang der Platzierung gemeint ist, sondern eben auch der des Ordnens. Wir stellen nicht nur einfach Dinge in den Raum, sondern wir schaffen damit immanent auch eine Ordnung dieser Dinge zueinander. Und diese Ordnung ist dann wiederum das, was einen Raum charakterisiert und erst dazu werden lässt. Deswegen ist der Begriff Anordnen hier an der Stelle durchaus mehrdeutiger. Spannend bei Strukturen ist, dass man immer mitdenken muss, dass es zum einen natürlich in gewisser Weise eine festgefügte Geschichte ist, die Handeln verhindern kann, aber gleichzeitig dadurch, dass sie bestimmte festgefügte Strukturen oder Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, ermöglicht sie auch Handeln. Also Strukturen sind etwas Verhinderndes und Ermöglichendes. Es ist nichts, was einfach nur eine Qualität darstellt. Mit dieser Dualität von Raum, von Handeln und Struktur wird zum einen gezeigt, welche Regeln und Ressourcen benötigt werden, um soziales Handeln zu produzieren und zu reproduzieren. Aber gleichzeitig sind es, wie ich gerade schon mal angedeutet habe, dieselben Mechanismen, mit denen eben ich auch gesellschaftliche Strukturen reproduziere und auf die Art und Weise dafür sorge, dass bestimmte Teile unserer Gesellschaft langlebig sind und bleiben. Jetzt ist es vielleicht, oh, Mist, Entschuldigung. Das war die falsche. Genau. Man kann jetzt vielleicht denken, dass das ein bisschen haarspalterisch ist, das nochmal aufzuteilen nach Regeln und Ressourcen. Warum ich es ganz sinnvoll gefunden habe, ist einmal deswegen und zum anderen deswegen. Denn wenn ich gesellschaftliche Strukturen habe, dann heißt das immer, dass ich auch irgendwie Ungleichheit habe, die sich damit transportiert. Das muss in irgendeiner Weise auch erschaffen werden. Es muss legitimiert werden. Das findet sich hier drin. Zum einen sage ich, wie es laufen soll, was richtig ist, damit konstituiere ich Sinn. Und zum anderen sage ich, alles, was nicht richtig ist und alles, was ich nicht möchte, sanktioniere ich. Das schneide ich ab, mache ich unsichtbar oder wie auch immer. Dazu dienen Regeln.
Und Ressourcen sind eben diejenigen Medien, durch die Macht ausgeübt wird. Also die auch in der Institution verankert sind, auf die ich zugreifen kann, um bestimmte eigene Interessen oder Positionen durchzusetzen. Ich denke, das ist auch nochmal wichtig, um das zu illustrieren. Und das sind eben, diese Strukturen sind in Institutionen eingelagert. Und die transportieren unsere gesellschaftliche Struktur. Irgendwie habe ich die Folie ein bisschen hofft. So, und an dieser Stelle schließt sich nun eigentlich der Kreis. Und wir landen wieder bei dem Raum und den räumlichen Strukturen. Wir haben gesehen, wie der Mensch durch sein Handeln diese Strukturen erschafft, aber auch, wie sie sich verselbstständigen können, eben in Institutionen und unabhängig vom Handeln des Einzelnen dann bestehen bleiben können. Das ist das Wichtige dann auch wieder daran. Natürlich geht es beim Schaffen von Räumen um das Handeln der Menschen, aber wenn ich dann bestimmte Strukturen erstmal auf Dauer stelle, dann können die auch eine Zeit lang bestehen bleiben, ohne dass jemand das nochmal wiederholt und wieder bestätigt. Zunächst ja, aber wenn Sie, also Sie werden verselbstständigt und sind abhängig vom Handeln des Einzelnen, aber wenn das kollektiv geschieht, dann kann es tatsächlich sein, dass sich eine Struktur verfestigt und von sich aus bestehen bleibt, ohne dass jemand das die ganze Zeit nochmal bestätigt. Ja, genau. Ja, jetzt kommen wir zu dem Gerichtssaalbeispiel. Und da haben wir dann auch die Architektur. Im Grunde genommen geht es schon los mit einem Gebäude wie einem Gericht. Wer baut das unter welchen Bedingungen? Es ist ein Zeichen dafür, dass es ein Land ist, ein Staat mit einer Gerichtsbarkeit. Es ist ein Zeichen für eine Transparenz von Gerichtsbarkeit, weil nämlich diese Gerichtssäle der Öffentlichkeit zugänglich sind. Es ist gleichzeitig klar, es ist mit einer hohen symbolischen Bedeutung behaftet. Es wird über Regeln entschieden, es wird Handeln sanktioniert. Gleichzeitig ist es, man sieht es aber auch, zum Beispiel auch in der Anordnung von einem Gerichtssaal. Wir haben immer den Richtertisch, die Beisitzer, wir haben eine Bank für den Staatsanwalt, wir haben eine Bank für den Rechtsanwalt, wir haben die Zuschauerbänke, wir haben eine Bank für den Angeklagten oder Beschuldigten. Schon alleine daraus, also auch das ist das, was man eine institutionalisierte Form von Strukturen oder von Anordnung nennen kann, was auf Dauer gestellt ist, was überall gleichermaßen funktioniert. Das hat sich in der Wiederholung, in der Repetition erhärtet. Das kennen wir eben als festen Bestandteil in unserer Gesellschaft. Und natürlich ist ganz klar, dass indem ich sowas schaffe und es regelmäßig benutze, dann auch die Rechtsstaatlichkeit, die Regeln und die Art und Weise darüber, über Verstöße oder Nichtverstöße zu befinden, auch immer wieder bestätige und neu statuiere. Und es ist ganz klar, dass jeder, der in so einem Gerichtssaal sitzt, natürlich weiß, in was für einer Situation er ist und dann entsprechend die Syntheseleistung vollbringt, zu sagen, wir haben es hier mit einem Rechtsraum zu tun, mit einem Richten über ein bestimmtes Verhalten und mit einem Bestätigen der allgemeinen Regeln. So, wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf das Motto der Veranstaltung, dann kann man nochmal sagen, das Schaffen eigener institutionalisierter Anordnungen ist in der Lage, ein Gegengeschehen zur Dominanzkultur auszulösen. Und zwar, natürlich muss es sein, dass Leute sich zusammenschließen, dass das regelmäßig passiert, dass es kollektiv passiert und dass es passiert im Rückgriff auf relevante Regeln und Ressourcen. Wenn das passiert, dann kann man es schaffen, institutionalisierte Räume und räumliche Strukturen zu ändern. Und das wäre dann die Voraussetzung dafür zu sagen, ich nehme mir Platz und ich bereite mir den Platz selber. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags und bedanke mich.
Ja, vielen lieben Dank, liebe Susanne, für diesen Vortrag. Ich würde, wenn es Fragen gibt, quasi gleich ins Publikum geben. Ja, ich komme einmal rüber. Wir machen das schön mit dem Mikro durch die Gegend laufen. Bitte. Also während dem Vortrag brennt mir schon die ganze Zeit ein Wort auf den Fingern, das ist Entropie. Also ich verstehe Räume, also das ist quasi, Entropie ist ein Begriff aus der Thermodynamik, der sagt, dass es quasi Ordnungsstrukturen im Prinzip zerfallen und das, also man kann im Prinzip Räume auch als Entropieminima begreifen. In dem Zusammenhang finde ich es auch interessant, ich habe da mal mir so ein bisschen geschaut, wer in der Gesellschaft mit Entropieabbau beschäftigt ist. Es gibt zum Beispiel Entropieabbau als physikalische Form ist wahrscheinlich noch die Feuerwehr, die tatsächlich, wenn da dann das Haus brennt, die Entropie beseitigt. Aber auch Unordnung in Räumen, also was man sieht, wer beschäftigt sich mit Müllentsorgung, wer beschäftigt sich mit Hausarbeit, also Reproduktionsarbeit. Diese letztlich, man braucht immer Energie, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Und insofern finde ich das auch noch wichtig als ein Teil des physikalischen Weltbilds von Räumen, diesen thermodynamischen Begriff der Entropie dort reinzubringen. Ja, das ist natürlich eine wunderbare Ergänzung, das ist ganz klar. Und ja, und im Grunde genommen tust du gerade was ich jetzt die ganze Zeit schon versucht habe, praktisch auch zu transportieren. Es ist natürlich ein physikalisches Modell oder eine physikalische Gegebenheit, die aber dann auch auf soziale Gegebenheiten übertragen wird. Ne? Das heißt, ja. Und es funktioniert gleichermaßen gut, sehen wir immer mehr. Aber das ist ein schönes Beispiel, ja, danke. Weitere Fragen oder Diskussion oder so? Ja. Wie ändert sich die Konstitution von solchen Regeln und Ressourcen in Räumen, wenn beispielsweise nicht mehr Institutionen das vorherrschende Organisations- und Ordnungsparadigma sind, sondern es sich zu Plattformen verschiebt, gerade auch im Internet und gerade in digitalen Sphären, wo Plattformen immer wichtiger werden? Naja, das ist sozusagen eine Paradoxie in sich. Einerseits schaffen natürlich sowas wie das Internet und virtuelle Räume durch die extreme Beweglichkeit und Flexibilität in hohem Maße die Möglichkeit, überhaupt neue Räume zu schaffen. Aber wie ich gerade versucht habe, deutlich zu machen, werden die natürlich in Hinsicht auf strukturelle Veränderungen erst eine Wirksamkeit erfahren, wenn sie in gewisser Weise auf Dauer gestellt werden. Das heißt, wenn es möglich wird, dass sie zum Anknüpfungspunkt für anderes Handeln werden. Das heißt, die kommen eigentlich nicht aus diesem Dilemma raus, dass natürlich man viel Flexibilität hat, Gott sei Dank. Die sind ja auch gekennzeichnet dadurch, dass viele Leute Zugang zu Ressourcen haben in ganz anderer Weise als früher. Das ist nicht an Geld oder sowas geknüpft oder in weit geringerem Maße als früher. Es ist an Kopf geknüpft, an Interesse, an sich daran damit beschäftigen und so weiter. Und trotzdem ist es so, dass man sich eben auf eine längere Zeit hin engagieren muss und schauen muss, dass da dauerhafte Strukturen entstehen. Ne? Wie lange die dann halten, das ist noch eine andere Frage. Möglicherweise haben sie einen bestimmten Zweck. Und wenn der erfüllt ist, dann kann man sich davon wieder verabschieden. Aber ich fürchte, es geht nur so. Ich würde einmal gerade einfach selber nachfragen, oder hast du? Ansonsten würde ich einmal kurz selber nachfragen, quasi mal nach dem Begriff der Institution und der Plattform, weil mein Eindruck oder meine Frage ist so ein bisschen, inwieweit die Frage von Plattform und Institution nicht in der Soziologie vielleicht auch einfach dasselbe ist. Also dass es irgendwie im Politischen irgendwie unterschiedliche Dinge sind und irgendwie unterschiedliche Begriffe, aber inwieweit sie nicht in der Soziologie insgesamt quasi gleich betrachtet werden. Ob etwas jetzt eine Plattform ist, was ja gefühlt ein relativ neuer Begriff ist und eher ein weiß ich nicht, so ein bisschen Internetmodebegriff oder so, während das Institutionen gefühlt in der Politik oder in der Soziologie ja schon nochmal so ein bisschen verschiedene Dinge sind. Also inwieweit sind nicht eigentlich alle Plattformen in der Soziologie auch eine Institution? Ich glaube, das ist gar nicht so das Problem, das schließt sich nicht aus. Ich glaube, einen Unterschied wirst du ausmachen können in der Regelgeleitetheit von Institutionen und Plattformen,
die durchdenke. Es wird sehr viel mehr Regeln geben, die durchgesetzt werden innerhalb von Institutionen als auf Plattformen. Und wenn, oder wenn, dann sind die Regeln auf einer Plattform immanent. Aber ich denke zum Beispiel auch nicht, dass du ohne weiteres eine Sanktionierung antreffen wirst von irgendeiner Art von Handeln. Ich denke, da sind so eher qualitative Unterschiede auszumachen. Okay, danke. Weitere Fragen? Ich versuche mal so ein bisschen neue Fragen erst zu nehmen. Und oder hast du Rückfrage? Achso, dann gerne auch das. Also ja, eben gerade, wahrscheinlich ist auf Plattformen nochmal gerade über dieses Code as Law Sanktionierung weniger wichtig, weil allein also gerade die Form, die Plattformen bereits und also die Art, wie Plattformen bereits auch Raum vordefinieren durch bestimmte Regeln und wo es hier ein Eingabefeld und wo nicht, sage ich mal, die Ordnung ist schon eher über vorgegebene Strukturen geschaffen wird als über Sanktionierung. Aber zusätzlich sie beispielsweise nochmal, dadurch, dass sie eher Anknüpfungspunkt tatsächlich für eigenes Handeln der User sozusagen bieten, gerade über Ressourcen, also über eher egalitäre Ressourcenverteilung im Vergleich zu Institutionen, die Ressourcen halt oft sehr von oben top-down eben durchgesetzt haben, Plattformen da nochmal einen Unterschied bilden. Aber genau, darauf ja, wollte ich am Ende. Das ist eine schöne Ergänzung. Dann gebe ich nochmal weiter an die Frage, hoffe ich. Das ist jetzt eine Verständnisfrage. Ich komme so gar nicht aus dem Soziologiebereich. Und habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie meinten, dass soziale Räume sozusagen nur von Menschen geschaffen werden können? Ja. Aber was ist denn mit Tieren, die in Rudeln leben? Oh. tatsächlich ist es so, dass auch Tiere als Lebewesen in einem Raum angeordnet werden können. Allerdings sind sie erstens mal nicht so vorhersehbar wie Menschen, weil die machen manchmal Dinge, die Menschen nicht erwarten. Die hauen ab oder haben ganz andere Interessen oder was weiß ich, wollen was fressen oder sich mit einem anderen Tier käbbeln, beißen, keine Ahnung, vielleicht auch paaren. Und jedenfalls geht das alles unter Umständen in eine andere Richtung, als ein Mensch das vorsieht. Ich glaube, einen Raum nur unter Tieren würde ich, glaube ich, nicht ohne weiteres als sozialen Raum bezeichnen. Weil tatsächlich zum einen nicht diese Wahrnehmungsleistung drinsteckt, diese Syntheseleistung des Menschen, weil Tiere das einfach nicht tun. Und gleichzeitig mit dieser Art von Wahrnehmung ja immer auch eine bestimmte Entscheidung verbunden ist, wie ich Raum wahrnehme. Also deswegen Tiere in einem sozialen Raum mit Menschen, ja, kein Problem. Tiere untereinander, nur miteinander, kein sozialer Raum. Ich möchte das sozusagen nochmal ein verbessertes Beispiel versuchen in die Richtung für Tiere und soziale Räume. Wie ist es denn mit dem klassischen Revier? Das wird ja durch das Tier tatsächlich aktiv als Raum definiert und stellt gleichzeitig, ähnlich wie jetzt der Gerichtssaal, auch andere Tiere der gleichen Art zugegebenermaßen, sozusagen in eine bestimmte, ich weiß nicht, ob das eine soziale Rolle ist, aber in eine bestimmte Rolle, in der nur noch bestimmte Handlungsoptionen die üblichen sind, sage ich mal. Ich glaube, der Knackpunkt ist daran der Ausdruck Definition. Das Tier definiert kein Revier. De facto verhält es sich natürlich so. Natürlich hat es ein Revier und es verteidigt es auch. Das hat es erlernt. Aber es ist keine bewusste Entscheidung. Es ist keine bewusste Entscheidung. Das Tier wird sein Revier nicht als Raum wahrnehmen, denke ich. Gefühlt sind wir gerade so ein bisschen in Definition, was überhaupt Sozialität ist und ob Tiere sozial sein können oder nicht. Was ein ganz weites Feld ist, das ich eigentlich gar nicht aufmachen wollte. Aber weitere Fragen aus dem Publikum oder ich habe mein Telefon gerade nicht hier, ich wollte auch so ein bisschen auf Twitter gucken. Wenn irgendwie der Stream Fragen hat oder so, dann Hashtag die mal irgendwie mit OM15 und dann versuche ich auch die zu finden. Ich möchte mal ganz kurz anknüpfen an das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn wir unsere Räume erkämpfen müssen und wir Energie brauchen, um diese Räume aufrechtzuerhalten, dann ist der Kampf um Räume genauso mit dem Kampf um die Energieproduktion verbunden. Also da gibt es einen direkten Zusammenhang. Also wenn wir keine Energie haben, also wenn wir kein Gas bekommen, wenn wir keinen Strom bekommen, wenn wir keine Lebensmittelressourcen bekommen, dann haben wir keine Räume. Also die Räume sind wesentlich mit der Aufwendung von Energie verbunden. Insofern ist der Kampf um Räume genauso auch mit dem Kampf um Energieversorgung verbunden. Also da ist ein elementarer Zusammenhang vorhanden und den sollte man auch bedenken. Im Umkehrschluss gibt es dann quasi die,
das, was aus dem System Raum herausgeht, also der Abfall, ist ja auch wieder ein Raum, der daraus entsteht. Wir haben riesige Mülldeponien mit Abfall, die entstehen, auch Räume, die von Menschen geschaffen sind, über die man vielleicht nicht so gerne redet, aber das muss man in die Betrachtung auch mit einbeziehen. Die Wirtschaft bzw. die Gesellschaft als Ganzes wirkt ja auf den ganzen Planeten und es hängt alles miteinander zusammen. Und insofern weiß ich nicht, ob wir uns zu sehr auf die Räume, also wir müssen das, denke ich, auch global betrachten, diese Raumfrage. Das ist quasi das, was ich nochmal als Denkanstoß geben möchte. Also da kann ich nur zustimmen, das ist gar keine Frage. Und das ist ja nun genau der Grund, warum, ich sage jetzt mal etwas flapsig, die Soziologie als Wissenschaft und die Wissenschaftler solche Verrenkungen unternehmen, um diesen anderen Raumbegriff zu schaffen, um eben gerade sowas fassen zu können wie globale Entwicklung. Deswegen habe ich nochmal von Inseln der Wahrnehmung gesprochen, die Menschen verknüpfen müssen miteinander im Gegensatz zu früher. Das mit der Energie ist sozusagen eigentlich auch einfach. Es ist halt eine Ressource, auf die ich zurückgreifen können muss, um einen Raum zu schaffen. Und natürlich ist der Zugang zu dieser Ressource wiederum eine Frage meiner eigenen Ausstattung, möglicherweise auch eine von Macht. Und mit dem Müll ist das eigentlich auch eine ganz ähnliche Angelegenheit. Das klingt zwar vielleicht ein bisschen komisch, aber tatsächlich ist ja auch Müll in der Art und Weise, wie er bei uns vorkommt, als Mülldeponien absolut angeordnet. Der findet sich da nicht von selbst ein, sondern wir bringen den dahin. Und in dieser Art und Weise strahlt er natürlich auch aus als Objekt im Raum und verändert unsere Wahrnehmung von Raum. Das ist ganz klar. Okay, also mich würde noch interessieren konkret, gerade wenn es darum geht, dass wir unsere eigenen Räume schaffen wollen und auch dabei mit anderen alten Räumen konkurrieren, mit traditionellen Räumen, die irgendwie halt bisher vorherrschende Paradigmen irgendwie konstituieren, dass inwiefern praktisch wir dann damit umgehen müssen, dass dafür Energie notwendig ist. Wie viel Energie wird beispielsweise gebraucht, um über repetitives Verhalten alte Räume zu erhalten? Inwiefern sollten wir dann dagegen arbeiten oder inwiefern müssen wir dagegen arbeiten, wenn wir alte Räume auflösen wollen und kaputt machen wollen? Inwiefern aber sollten wir unsere Energie vielleicht manchmal statt mit konkreter Anti-Arbeit gegen herrschende auch Scheißstrukturen vielleicht lieber unsere Energie eher da reinstecken, neue Räume zu bauen und uns wirklich komplett darauf zu konzentrieren, weil wir gegen, sage ich mal, diese riesigen Massen, die tatsächlich alte Räume durch repetitives Verhalten erhalten, dass wir und ihre ganze kollektive Energie da reinstecken, dagegen sowieso nicht ankommen. Also das ist ein ganz wunderbarer Hinweis und so wollte ich eigentlich meine Aufforderung auch verstanden wissen. Ja, es ist wichtig, sich zu überlegen, wie viel Energie, wie viel Kraft stecke ich da rein, alte Räume sozusagen aufrechtzuerhalten in ihrer Struktur. Und ist es nicht unter Umständen sinnvoller, meine Energie da reinzustecken, eben neue Räume zu bauen? Ich weiß es nicht, wie viel Energie man braucht, um gegen alte Strukturen oder Räume anzukämpfen. Aber das ist genau die Überlegung. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, eigene Ressourcen zu versammeln, sich gar nicht mit dem Kampf gegen irgendwelche alten Strukturen aufzuhalten, sondern wirklich stattdessen eher zu gucken, dass man gezielt neue und andere aufbaut, die möglichst mit einem hohen Wirkungsgrad versieht und in gewisser Weise auf Dauer stellt, wie zum Beispiel vielleicht auch die Open Mind als Plattform und als Gedankenpool für Ideen und als was jetzt auch schon zum 5. Mal stattfindet. Zum 6. Mal, danke. Und damit eine gewisse Wirksamkeit schon entfalten kann. Leute, die sich einfinden, die sich miteinander austauschen, wo man eben Ideen potenziert und auch Kraft. Das ist genau die Frage, ja. Dazu habe ich noch eine kurze Nachfrage, dann als Draftler, glaube ich, noch. Und ansonsten, wenn ihr irgendwie Fragen habt, meldet euch einfach, dann versuche ich das so ein bisschen direkt zu euch zu kommen. Die kurze Nachfrage ist, inwieweit kann ich Räume quasi überhaupt zerstören und angreifen, quasi diese Anti-Arbeit machen, ohne dabei nicht auch immer neue Räume zu schaffen? Also geht es überhaupt explizit gegen quasi alte Strukturen, alte Räume vorzugehen, ohne nicht in sich sofort neue zu schaffen, quasi in dem Konzept? Ich glaube, das Problem ist nicht so sehr, dass man im selben Augenblick neue Räume schafft. Das ist nämlich, glaube ich, schwieriger, als es im Moment erstmal erscheint. Sondern ich glaube, die Frage, die dabei interessanter ist, ist eigentlich, inwieweit bin ich auch in meinem Bemühen um Abgrenzung gegenüber alten Räumen und alten Strukturen trotzdem in der Logik und in den Gegebenheiten dieser alten Räume verhaftet. Also wenn ich
Räume geschaffen habe durch mein Handeln. Und die werden immer wieder bestätigt, rekursiv, immer wieder, das Handeln wird wiederholt, die Bedeutung wird wiederholt. Ich fange an, bestimmte Räume zu institutionalisieren und stelle sie damit auf Dauer. Wenn ich anfange, mich dagegen zu wenden, ich muss drüber nachdenken. Trotzdem, also das ist das eine, um einmal neue Ideen zu entwickeln. Trotzdem ist es ganz klar, dass ich in meinen Handlungsmöglichkeiten erstmal mich im Gegen zu etwas Bestehendem denke. Also das heißt, ich finde was vor, dagegen wende ich mich, aber um das zu bekämpfen, bin ich in gewisser Weise immer auch gebunden an diese alten Strukturen. Das heißt, selbst wenn ich mich um die Schaffung von was ganz Neuem bemühe, werde ich das nicht aus dem Nichts nehmen, sondern ich orientiere mich natürlich an dem, was da ist, notgedrungen. Das heißt, das gibt auch einen Hinweis darauf, wie groß die Beharrungskräfte von alten Strukturen sind und eben dann wiederum die Frage nach der Energie, wie viel habe ich übrig, um solche Strukturen zu überwinden. Das ist genau das Ding. Also ich kann versuchen, neue Räume zu schaffen. Das muss ich vor allem tun, also oder sagen wir mal so, je mehr solche Räume institutionalisiert und auf Dauer gestellt sind, so je mehr, ich sage jetzt mal, Automatismen auch da drin stecken, Repetitionen, Routinen und so weiter, desto wichtiger ist es, dass ich mir ganz gezielt bewusst mache, was ist es eigentlich für ein Raum? Was sind es für Routinen? Was ist das Handeln, wodurch ich sie stabilisiere? Und erst wenn ich das ungefähr klar habe, dann weiß ich, wie ich mich dagegen wenden kann. Dann ist aber trotzdem klar, dass ich im Grunde genommen gegen eine bestehende Struktur vorgehe und deswegen meine Variationsmöglichkeiten nicht unbegrenzt sind. Ja, zu dem Energiebegriff zum einen, zum zweiten zu der Frage, so wie kann ich denn alte Räume kaputt machen oder wie auch immer, oder lohnt sich das überhaupt? Also mir scheint, dass zumindest der eher physikalische Energiebegriff hier in Deutschland jedenfalls nicht der limitierende Faktor für die Schaffung oder Zerstörung von Räumen ist, sondern im Wesentlichen die Räume darauf oder daran kranken oder daran gewinnen, dass sie genügend Leute diesen Raum nutzen im Sinne von ernst nehmen. Vielleicht ist das genau das, was du mit Repetition meinst, aber so ein Gerichtssaal ist halt nur ein Gerichtssaal, wenn da Leute sind. Und der Gerichtssaal als Saal, der ist uns auch eigentlich gar nicht im Weg, also wenn man jetzt dagegen wäre, was ich nicht bin, aber war nun mal als Beispiel genannt. Und wenn man neue Räume schaffen will, scheint mir das Einfachste im Prinzip, die knappe Ressource, um die mich eigentlich momentan die Räume kämpfen, die Aufmerksamkeit der Menschen, die diese Räume bespielen und darin irgendwie Dinge tun, abzuziehen. Und sozusagen der Raum als tatsächliche, also der materielle Teil des Raums oder der Code oder was auch immer, der ist das, was als allerletztes stirbt. Nämlich in dem Moment, wo sich de facto niemand mehr dafür interessiert, hat sich das einfach überlebt. Und mir scheint die sinnvollste Möglichkeit, auch Räume zu ändern, ist halt tatsächlich, die Leute, die diese Räume nutzen, in andere Räume zu verschieben. Und dann ist da halt was über, was man reusen kann. Wenn sie sich denn verschieben lassen. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist, ich weiß nicht, mir ist noch ein anderes Beispiel eingefallen. Und zwar hat vorhin jemand einen Talk angekündigt, oder vielmehr einen Workshop zum Thema Zahlen und die Auffassung, die wir damit verbinden und in welcher Weise sie unser Handeln vorstrukturieren. Das ist ein super Beispiel. Da ist quasi nichts an Materialität. Das ist nur ein Symbol. Wir wissen, wie wir bestimmte Zahlen schreiben. Das heißt, wir haben sozusagen, das ist die materielle Verkörperung von einer Zahl. Aber was wir mit einer Zahl alles machen, ob ich damit ausdrücke das Alter, die Größe, mein Einkommen, ob ich damit ausdrücke, was weiß ich, ein Scoring-Wert oder ob ich damit einen EBITDA in einem Unternehmen darstelle. Das sind ja hochgradig symbolisch aufgeladene Funktionen. Und also ich glaube, ein Gericht ist an der Stelle deswegen kein so gutes Beispiel, weil gerade im Zusammenhang mit Gerichtsbarkeit und Justiz die Sanktionsmöglichkeiten sehr, sehr hoch sind. Das heißt, es gibt jede Menge Möglichkeiten, um uns zu zwingen, an diesem System teilzunehmen. So, deswegen dürfte es relativ schwierig sein, da rauszukommen. Aber wenn ich zum Beispiel anfange, Zahlen anders zu interpretieren und damit andere Dinge zu machen, wenn ich zum Beispiel jetzt losginge und sagen würde, in den EBITDA von der Firma lasse ich nicht Umsätze, Ausgaben und Gewinn einfließen, oder ne, also als Rohzahl, sondern ich, was weiß ich. Ne? Das ist was nicht so wahnsinnig, das ist nicht an Sanktionen so sehr gebunden, erstmal. Und auch nicht an Materialität. Natürlich werde ich die symbolische Bedeutung, die damit verbunden ist, wenn ich sie ändern will, überwinden müssen. Das ist nochmal eine Geschichte, aber das wäre nochmal ein anderer Zugang dazu, wie ich bestehende Vorbesetzungen auflösen kann.
Kurz zwischendurch, wir haben noch original 4 Minuten Zeit für den Slot. Hier vorne waren noch 2 Fragen, die würde ich beide gerne annehmen. Wenn es noch Fragen gibt, dann würde ich, glaube ich, dazu tendieren, die einfach in die Mittagspause mitzunehmen und sich direkt, weiß ich nicht, mit Susanne zusammen zum Mittag zu essen oder wie auch immer. Sie wird noch ein bisschen hier sein und auch noch andere Fragen klären können und so. Aber dann gebe ich noch einmal weiter an die letzten beiden Fragen. Ich hätte nochmal so eine Mischung aus Frage und Ergänzung. Wenn ein Raum durch Repetition stabilisiert wird, dann ist er ja eigentlich umso stabiler, je mehr Menschen diese Repetition vollführen und bis hin zur Institutionalisierung. Wenn man dann gegen dieses Etablierte arbeiten möchte, dann habe ich die Frage, ob man nicht guckt, also ob man nicht komplett einen neuen Raum schafft, sondern indem ich die Repetition abwandle und je mehr Menschen mit mir ziehe, die diese Repetition abwandle, ob ich da nicht wieder Energie sozusagen spare und wir auf den Energiebegriff zurückkommen müssen, wenn ich den Raum nicht komplett umschmeiße und eben kaputt mache, sondern vielleicht benutze, um ihn abzuwandeln, um ihn zu ändern. Also klar sind die Institutionen, gerade wenn es institutionalisiert ist und wenn da viele Menschen mitmachen, auch eine gewisse Starrheit mit dabei, aber gerade da kann ich auch die Aufmerksamkeit, die Ressource Aufmerksamkeit nutzen, um sich mit diesen Repetitionen auseinanderzusetzen und die, ja, einfach den Raum weiterzuentwickeln, weil ich es manchmal auch schade finde, Sachen einfach stehen zu lassen und dann versuchen, ja, auf diesen Ruinen oder daneben irgendwo versuchen, irgendwas hinzuquetschen oder hinzubauen, ob man da nicht einfach, ja, verändern kann. Mit Sicherheit. Also ich meine, wenn der Raum Elemente enthält, die ich für sinnvoll erachte, die ich gerne erhalten möchte, dann ist es natürlich sinnvoller, eher zu schauen, inwieweit ich ihn verändern kann. Ich glaube, es ist nicht nur einmal eine Frage dessen, dass man Leute davon, dass man Aufmerksamkeit gewinnen kann, dadurch, dass man die Repetition bewusst macht und vielleicht in Frage stellt, sondern es ist ja dann eben immer auch so eine Frage, was verbinden Menschen mit dieser Handlung, welchen Zweck und welche Funktion erfüllt sie für sie. Das heißt, dann ist dann eher wieder eine Frage, da sind wir eigentlich dann schon wieder eher auf einer symbolischen Ebene, was kann ich den Menschen an anderen Ideen nahebringen, um sie vielleicht davon zu überzeugen, mit dieser Wiederholung nicht fortzufahren, sondern den Raum zu verändern durch eine andere Art von Verhaltensweise. Ne? Ja, und auch die Frage, warum sind diese Repetitionen dann so fest? Ist das dann halt nur eben, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und macht das halt einfach vor sich hin, weil er es nicht besser kennt? Und warum ist es dann, ist diese Repetition so starr? Das ist wiederum dann auch ganz nett, oder sagen wir mal so, als Ergänzung jetzt aus dem, was ich ansonsten auch noch gelesen habe. Eigentlich bricht der Mensch aus Repetition, also nein, anders. Repetitionen sind ja was in hohem Maße Sicherheit und Voraussehbarkeit gewährleistet. Das ist was der Mensch fürs tägliche Leben braucht, um sich überhaupt orientieren zu können. Aber immer, wenn der Mensch konfrontiert wird mit Fremdheit, mit unvorhergesehenen Entwicklungen, also sprich mit Situationen, in denen er mit seinem routinisierten Verhaltensweisen nicht weiterkommt und mit den bisherigen Verhaltensweisen, wenn also praktisch diese Repetition ins Stocken gerät, dann ist er gezwungen, sich was Neues zu überlegen. Und das ist im Grunde genommen dann eigentlich auch die Ausgangssituation, in der ich anfangen kann zu schauen, da kann ich sowas aufbrechen. Aber tatsächlich ist es so, offenbar ist dieses Momentum an Sicherheit, was der Mensch daraus zieht, doch sehr hoch, sodass tatsächlich wiederum die Energie, die ich reinstecken muss, um ihn zu schocken und ihn dazu zu bewegen, dass er seine Verhaltensweisen ändert, ziemlich hoch. Kurz noch eine Verständnisfrage. Für mich ist das tatsächlich so da, dass sich der Raum meines Erachtens ergibt, aus Regeln. Das heißt, wir haben ja eine Beziehung zueinander von den einzelnen Körpern, die den Raum erschaffen. In der Physik zum Beispiel haben wir andere physikalische Begebenheiten, wie beim runter in die Quantenphysik gehen. Das ist ein völlig anderer Raum. Und hier jetzt auf unsere Welt, sage ich mal, bezogen, ist es ja so, dass durch das Miteinander werden Regeln aufgestellt. Hierarchien sind in der Tierwelt ja auch ähnlich. Und damit ergibt sich der Raum zwangsläufig durch die Regeln. Das heißt, wir könnten ja auch so rum sagen, wenn man jetzt die Regeln ändert bei dem Miteinander, ergibt sich zwangsläufig auch ein völlig neuer Raum. Ich weiß nicht, ob man dann, das ist andersrum, wir reden das nicht von einem Raum, der aufgebrochen wird, sondern ich würde sagen, man definiert die Regeln, wozu man ja auch Energie letztendlich braucht und Macht. Also durch Macht werden Regeln aufgestellt, die ein Miteinander definieren und damit erzeugen wir quasi den Raum in unserer Umwelt. Oder bin ich da jetzt völlig falsch? Dann frage ich einfach mal zurück, wer stellt die Regeln auf?
Gut, das ist wieder ein Machtthema. Es hat natürlich angefangen, wenn man jetzt einen kleinen Siedlerkreis hat oder irgendeine Kommune, die machen das miteinander. Wir haben eine Politik, wir haben Hierarchien. Das hat sich dann im Laufe der Zeit ergeben. So, und darum ist auch die Frage, das ist noch der Punkt, durch Politik. Gutes Beispiel ist ja gerade mit den ganzen Flüchtlingen, die hier hinkommen. Es gibt dafür keine adäquaten Regeln aktuell, beziehungsweise die passen halt nicht. Das heißt, diese Regeln werden angepasst in die eine gute oder in die schlechte Richtung, im Moment sieht es ja nicht so toll aus, und damit erzeugen wir quasi einen neuen Raum. Beziehungsweise wir verändern den Raum durch die Regeln. Ich darf nochmal darauf hinweisen, dass Regeln ja im Grunde genommen eigentlich schon was ziemlich Fortgeschrittenes und Elaboriertes sind. Also Regeln sind ja eigentlich schon was, ist eine Form von Handeln, das sich verfestigt hat in gewissen Strukturen, eben in diesen Regeln. Aber es geht aus vom Handeln der Menschen. Und im Grunde genommen wäre es dann auch nicht damit getan zu sagen, wir ändern die Regeln. Das würde im Grunde genommen auch wieder voraussetzen, dass jemand, der sozusagen in unserer Gesellschaft ist, befugt ist, Regeln zu setzen, dass der zu einer anderen Denkungsweise kommt, dass der seinerseits Routinen aufbricht und dann dazu kommt, Dinge anders zu denken und dann auch andere Regeln zu setzen. Das heißt aber wieder, wir sind wieder beim Handeln. Bevor ich Regeln setzen kann, muss ich handeln. Und das heißt, man kann die Gesellschaft nicht von den Regeln ausdenken, sondern man muss es wieder vom Handeln ausdenken. Und wie gesagt, und erst ein fortgesetztes Handeln macht eben Regeln. Und macht eben auch Macht. Ne? Ganz vielen lieben Dank dafür. Wir sind jetzt quasi mit der Stunde durch und ich würde vorschlagen, weitere Debatten, Fragen einfach mit in die Mittagspause zu nehmen und Susanne vielleicht ein bisschen zu nerven während der Mittagspause. Ich glaube, sie ist davon nicht so genervt. Ich glaube, sie macht das ganz gerne. Also ich bedanke mich auch nochmal für das sehr aufmerksame Zuhören. Ich habe nicht damit gerechnet, weil ich weiß, dass es ein furchtbar komplexes Thema war. Und für die vielen interessierten Nachfragen, das war jetzt auch schön für mich.